Obwohl Yoga in allen Facetten angeboten wird, fehlt, und so ist der Yoga heute das Tantra und somit die einzige in das Leben praktisch aller Menschen integrierbare Möglichkeit der Auflösung des eigenen kleinen Selbst in der sexuellen Ekstase, um seine wahre Natur zu erkennen. Siehe zum Beispiel Video 455, 456. Und auf diese Weise am Charakter arbeiten zu können, Schritt um Schritt zu wachsen, zu unseren ursprünglichen Fähigkeiten und Kräften zurückzukehren. Sie leben auf Kosten von anderen und anstelle der Erfüllung des eigentlichen Auftrages der Wiederherstellung unseres ursprünglichen Zustandes der Erleuchtung. Das ist also aktenkundig, das kann man auch auf Wikipedia recherchieren, dieser ursprüngliche Auftrag des Yoga, den Zustand der Erleuchtung wiederherzustellen, also die Wahrnehmung von inneren wegleitenden Erscheinungen in Ekstase, Traum und Vision und der Entwicklung unserer Kräfte. Sobald wir uns auch entschlossen haben, die Unteren zu sein und dem Oberen zu dienen, den Egoismus also abzulegen. Dazu muss man das Obere tatsächlich erkennen. Ich verstehe, dass man von den Religionen, und dazu gehört eben auch der Yoga, enttäuscht ist und sich von solchen abwendet, die uns nicht in einen informationshaltigen Kontakt mit dem Oberen bringen. Das wäre Mystik. Und die Priesterreligionen, das sind alle Religionen, die nicht auf dem kürzesten Weg zum eigenen Draht mit der höheren Intelligenz führen, haben diese, um sich selber besser zur Geltung zu bringen, also aus Standesegoismus abgeräumt. Eine der bösen Folgen für unsere Gesellschaft sind Depressionen, Schmerz, Süchte, Demenz aus Idiotie.